man sich eben vorbereiten. Mal sehen, es ist. Naja, manchmal ist es auch, dass man denkt, man läuft los und dann war es inzwischen schon wieder rot. Also wenn man sich umdreht, kurz, das darf man auch nicht machen. Man muss wirklich die Ampel im Blick behalten. Fixiert auf die Ampelschaltung. Was anderes ist hier nicht erlaubt. Diese Ampel erwartet und fordert Konzentration. Ja, das ist eben auch, das kriegt man nicht einfach so geschenkt. Natürlich haben die Autos Vorrang. Und hier wird natürlich die Ampelschaltung so getaktet, dass mehr Autos fahren können. Und deshalb haben wir hier entsprechend wieder Zeit. Das ist eine der sportlichsten Ampel Berlins. Und ich gehe fest davon aus, dass ich es irgendwann schaffen werde, auch über Ampel Nummer 2 zu kommen. Ich finde es aber sehr gut, dass jetzt hier so eine Ruhepause extra eingebaut wurde. Von verkehrstechnischer Seite, dass man sich einfach hier mal 5 Minuten ausruhen kann, bevor es weitergeht. Denn anders ist es auch nicht zu schaffen.